Herzlich willkommen zu Star Wars. Hallo. Old Republic. Hallo. Star Wars. Nein, das ist Star Wars Fan. Wir spielen jetzt Geschichte nach. Martin, geh in die Phase. Ach so, ich muss in die Phase. Kann auch reingehen. Wir warten auf dich. Ne, ich geh wieder raus. Feindliche Verstärkungen treffen ein. What the hell? Ist irgendwie voll sinnlos. Wir sind schließlich Verbündete. Autsch. Oh mein Gott, nein. Die machen alle fertig. Gerade noch rechtzeitig. Die Leute hier haben Mut, aber wir sind geringfügig in der Minderheit. Da sind mehr als ein paar schießwütige Kerle auf dieser Startseite. Die Entführer drohen damit, Dr. Tarnis zu töten, aber sie könnten bluffen. Ich bin mir nicht mal sicher, ob sie überhaupt... Habt ihr es mitreden versucht? Sind sie eventuell bereit zu kapitulieren? Ich habe versucht, mit dem Anführer zu verhandeln. Er hat auf mich geschossen. Äußerst unhöflich. Wir haben halt keine Manieren. Also, wie gehen wir vor? Wir improvisieren, das ist immer gut. Ich kann es nicht riskieren, dass sie Tarnis töten. Wir machen es auf die harte Tour. Dann solltet ihr nicht allein gehen. Ich habe mir einen Tarnfeldgenerator aus Agent Galens Büro geborgt. Er macht mich praktisch unsichtbar. Ich schleiche mich zuerst rein und wenn ihr angreift, überrasche ich ein paar von denen. Was meint ihr? Das hört sich sehr gefährlich an. Ich möchte nicht, dass ihr verletzt werdet. Keine Sorge, ich kann kämpfen. Ich bin nur wegen meiner Meisterin noch ein Padawan. Ich habe jede Prüfung bestanden. Meisterin Kiwix denkt, dass ich nicht ernsthaft genug für einen Jedi bin. Aber ich arbeite daran. Gebt mir eine Chance. Soweit ich weiß, gibt es keine Regeln, die verbieten, dass Padawane an Kampfmissionen teilnehmen. Klasse. Jetzt seht ihr mich? Jetzt nicht mehr. Ich nehme meine Position ein und warte auf euer Signal. Lasst uns den Doktor retten. Das nenne ich unsichtbar. Ist jetzt endlich mal kämpfen angesagt? Ja, hol deinen Gefährten. Echt? Kann ich den nehmen? Ja, kannst du. Aber ihr seid doch dabei. Ich bin in meiner Phase. Sven ist rausgegangen. Och, dieser Idiot. Kann sonst manche Quests nicht annehmen. Wow, der ist ja schon tot. Unfair. Der geht jetzt mit Erschütterung. Ey, was ist Martin? Was denn? Meine Gegner. Die mache ich alleine fertig. Quatsch. Machst du fertig? Geht so schnell zu zweit. Boom. Ich kann mich nicht beklagen, alleine geht's auch zügig. Ja, mit Level 19. Ja, wollte gerade sagen. Woo bam! Zack, zack, zack! Mein Gefährte kommt kaum hinterher mit dem Springen und so. Alter, wie sie alle down gehen hier. Da oben blinkt was. Damn. Ich glaube, da hinten sind keine mehr. Egal, interessiert mich nicht. Ja, machen wir mal das hier. Boom. Was war das? Oh mein Gott. Das ist Kira. Ey, ist klar. Scheiße. Oh, hast du sie gesehen? Ist halt... Bro, ist das. Der kann... Bam! Ich mach dich fertig. Bam! Ich hab zu viel Fähigkeiten, ich weiß nicht mal, was ich einsetze. Hilfe! Das Schild war überflüssig, Martin. Ist mir doch egal. Martin braucht das Schild. Ah, hier die Abschaum. Eines Tages... Kriege ich euch? Er hat meinen Tarnfeldgenerator zerstört. Naja, es hat jedenfalls Spaß gemacht, solange es gedauert hat. Ist Teamarbeit nicht toll? Ja, mit dir auf jeden Fall. Perverser. Ihr habt euch wie ein wahrer Jedi benommen, Kira. Moment, davon brauche ich ein Holo.
Das will ich Meisterin Kiwiks vorspielen. Kein Zeichen von Dr. Tarnis. Das gibt der Sache irgendwie einen Dämpfer. Wir waren die Köder. Jetzt werdet ihr euren kleinen Doktor nie wiedersehen. Ach, wirklich? Gebt mir eine Minute mit diesem Kerl. Ich bring ihn zum Reden. Ihr habt eine Minute, nicht länger. Die Sache ist die, er muss gar nicht reden. Nicht, wenn ich einfach seine Gedanken lese. Was? Aufhören! Raus aus meinem Kopf! Raus! Der Doktor fies. Ist im Hauptquartier der Schwarzen Sonne. Sala hat ihn. Lasst mich in Ruhe. Billige Schurken glauben einfach alles. Ich kann keine Gedanken lesen, Blödmann. Ihr habt mich ausgetrieben. Clever, Kira. Sehr clever. Die Schwarze Sonne ist ein wichtiges Verbrechersyndikat. Was auch immer sie von Tarnis wollen, wir retten ihn besser schnell. Ich werde mit meinem Sicherheitsbeauftragten. Das vergräuscht sie genau. Agent Galen wird einen Bericht wollen. Der will dir das doch bestimmt wie der Sven hier. Der darf Zwischenfunkt. Ganz nach oben oder raus? Entschuldig. Stefan? Hä? Sag mal, du sagst ja gar nichts mehr. Ich war so grad am Schlaflow. Am Schlafen, gib es doch zu. Nein, ich hab nur gedacht, geh aus der Phase raus. Fertig. Ja, ist ja gut. Oh, ich hab ja jetzt immer noch nicht meinen Punkt verteilt hier. Fähigkeitspunkt. Impuls hast du doch gemeint, ja. Mach ich nochmal. Zack. Boom. Guck mal, Martina würde ich lieber den Hellraum nehmen. Alter, mit meinem Husten. Ich bin doch hier. Was geht schon? Außerdem, wir haben Stufe 19er. Da kann gar nichts schief gehen. Doch. Ja, wenn du dich stumm dran stellst oder gar nichts machst. Wenn ich dich nicht heile. Alter, was seht ihr so schnell? Warum bist du so langsam? Dafür müssen wir ja zum Senat. Nicht, wenn oder? Du das sagst. Oder? Doch. Glaub es. Denn es ist wahr. Martin und ich. Mehr labern. Oh ja, klar. Immer labern. Kennst doch das. Die Gegner haben Angst vor uns, deswegen wollen wir uns erstmal mit Gelaber beschäftigen. Mit Lava beschäftigen? Gelaber. Ja, mit einem Lama. Lama? Nein, Lama. Ich hab Lama gesagt. Lama. Lama ist aber noch gut, auch gut. Weißt du, der spuckt uns voll. Bis wir vor Ekelheit davon rennen. Bleib stehen, ich habe einen Namen. In Martins kranker Fantasie. Ja, meine Fantasie ist kranker. Grenzenlos. Und grenzenlos. Ja, das wolltest du doch zuerst sagen. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Sechs Stimmen. Heutzutage erreicht man für nichts mehr eine Mehrheit. Jeder ist nur auf seine eigenes Interesse. Das heißt LFG. Dabei stehen nicht einmal Wahlen an. Wenn wir keinen Konsens erreichen können, werden wir nie etwas zustande Was? Bringen. Glauben die vielleicht, sie könnten das heißt, sie behalten, falls das Imperium zurückkehrt? Die Gefahr scheint gewisse Senatoren, deren Namen auf Planeten ich nicht kenne. Was stehst da rum? Und die labern gerade bei dir. Das heißt übersetzt, suche eine Gruppe. Und auf Englisch heißt es Looking for Group. Ah, das gibt Sinn. Ich verstehe. Bin nur nicht selbst drauf gekommen. Das ist eben MMO-Sprache. Ja, klar. Alles abkürzen. Schreibfaul. So ist es. Der Herr. Muss ich wieder reingehen, ja. Was? Soll ja. Ich? Na, bin ich mal nicht. Oh, gleich Gespräch.
Du bist jetzt in meine reingelaufen. Ich bin zu Martins rein. Sertanis ist gerade die geringste unserer Sorgen, General. Die gestohlenen Daten enthielten nicht nur Details über den Planetenfänger, sondern über jeden Waffenprototypen und jede Forschungsanlage. Unsere mächtigsten experimentellen Waffen. Und die Schwarze Sonne hat nun Zugang dazu. Wie konnte das geschehen? Was erhofft sich die Schwarze Sonne von all dem? Stimmt, es ist jetzt in Svens drin. Wir könnten ein Vermögen machen, unsere Geheimnisse an unsere Feinde zu verkaufen. Wie geht das? Nochmal rausgehen. Wir müssen schnell handeln, um diese anderen Waffen zu sichern. Wo sind sie? Ja, aber wenn ich reingehe, bin ich doch wieder in seiner dran. Minimale Verteidigung, damit sie nicht auffallen. Sie sind oder nicht? Meisterin Kiwix und ich werden uns aufteilen und zwei beschützen. Und ich übernehme die Jetzt Kette. Kann ich wählen. Der spannende Teil liegt bei dir. Das ging vorher nicht. Dr. Tarnes retten und die kopierten Dateien von der schwarzen Sonne zurückholen. Wir sind zum Abendessen wieder hier. Kira wird ebenfalls hier bleiben. Wenn Agent Galen aufgebrochen ist, werden ihre Computerkenntnisse benötigt. Sie kann sehr impulsiv sein. Aber gib ihr eine Chance. Ihr werdet ein gutes Team bilden. Sie übertreibt es hin und wieder, aber ich mag sie. Sie kämpft mit emotionalem Ballast, wie es viele junge Jedi tun. Denkt immer daran. Wir sollten aufbrechen. Lachst du? Ach, weil das kann. Habt ihr es gehört? Was? Martin, wo bleibst du denn? Ich habe nur die Stille füllen wollen. Ich bin aber mitten im Gespräch, Junge. Gö. Echt? Auch schlecht. Aber was krieg ich denn da für scheiß Ausrüstung hier? Bist einfach, hast einfach zu gute Ausrüstung. Ja. Public Force. So, jetzt bin ich fertig. Wo seid ihr? Vor dem Senatsgebäude. Warum hat er so gute Ausrüstung, weil ich ihn lieb? Ja, genau. Killerritter. Clodi. Du, Dumper. Inspector Gadget. Hat jemand Rüstungsbau von euch? Ich hab Biochemie. Wahrscheinlich nicht. Nö, mein Frontkämpfer hat Rüstungsbau. Ah ja, was du nicht sagst. Ja, was du nicht sagst. Ui, bin ich so K.O. Entschuldigung. Hör auf, hier zu gehen. Ich versuche mich jetzt zu beherrschen. Aber nach einer langen, harten Arbeitswoche ist das nicht möglich immer. Da steht einer. Wer steht da? Komm. Komm zum Revier der schwarzen Sonne. Kommt und folgt mir. Wo labern die jetzt? Wer?
hab da eben so ein Gespräch belauscht, obwohl ich nur kurz... Egal. Egal, was soll's. Es gibt so NPCs, die labern manchmal, wenn man neben denen steht. Hier muss ich ein Taxi rufen, kann das sein? Martin, mach mal die Sureos rum, wenn du passt. Nein, was? Der spielt DD. Du hast eh keinen Schaden. Wo muss man hin? Schwarze Sonne. Da wo es grün leuchtet. Jo, Alter, Mann. Alter. Alter. Wow. Hast du Stress? Oh mein Gott. Oh, ich freue mich schon da drauf, wenn Martin hier das Sater kommt. Gut. Warte. Wo war das nochmal? Das Jump'n'Run Datacron. Hey. Soll das heißen, ich könnte nicht Jump'n'Run machen? Ja. Kurz gesagt? Ja. Hey. Ich bin für meine Kurzantwortigkeit bekannt. Sie sind einsatzbereit. Oh, mein Auge brennt. Ah. Müssen wir hier hin? Wir müssen reden. Wieder. Wir müssen alles reden. Ich will, dass wir nicht dabei haben. Als ob das nichts Neues wäre. Oh, Gott. Mehr reden. Ey, das war zu schnell. Nach was für Beweismaterial sucht ihr? Ich weiß vielleicht etwas. Mira dieser Slemo Crispa, der Kanki Kong Kikopa. Der Typ redet echt schnell. Ja. Diese Banden sind eine Schande für Kurosans guten Ruf. Was der Micha Kulka du Maki, der Oscar Hagua Upa. Was der Micha Kulka du Maki, der Oscar Hagua Upa. Die Sprache hört sich aber lustig an. Ah, okay. Wir haben ja noch nicht genug Aufträge. Oh, jetzt wäre ich fast im Falschen geworden. Sieht schon uns nicht mehr vor. Warum wundert das denn? Der sieht uns schon nicht mehr vor lauter Spielern. Es ist mir eine Ehre, Jedi. Ich bin Offizier Stanson, Sicherheit der Republik. Wir versuchen hier Frieden und Ordnung zu wahren. Wir kämpfen gegen die. Ihr seid zu schlecht, aber dafür. Ich wünschte, wir könnten behaupten, dass wir gewinnen. Angeblich betreiben sie eine illegale chirurgische Klinik, in der gesuchte also Verbrecher vor, wenn neue Gesichter zu viel haben wollen, verhaftet. Gut. Ich leg mich um das Messer. Warum das so gut aus? Unterbinden. Wir haben es versucht, aber die Einrichtung wird verlegt, sobald sie nur einen Zipfel unserer Uniformen sehen. Was soll denn das heißen? Aber vielleicht könntet ihr dieser Klinik einen Besuch gestatten. Zerstört ihre illegalen Droiden und sichert ihre Charakter hier. Nicht du selbst. Zeigt ihnen, dass die Republik hier immer noch das Sagen hat. Was wurde denn hier gesagt? Ich habe nichts gehört. Nee, ich habe auch nicht mehr zugehört. Die Klinik der Schwarzen Sonne hat es lange genug gegeben. Gut. Zum Glück haben wir Untertitel an. Desto schneller können wir auf Coruscant aufräumen. Zerstört die Operationsdroiden der Schwarzen Sonne und ladet dann ihre Patientenakten herunter. Mehr brauchen wir nicht, um die kriminellen Kunden aufzuspüren. Eigentlich müsste ich jede Part nochmal einzeln nachspielen, dass ich kapiere, um was es ging. Mit euch zusammen blicke ich nämlich nie durch. Matze Winkelhalbierende. Ja, toll. Also, Stefan, hast du es gehört? Es hat wieder nein, geläutet. Ich hab's nicht gehört. Hilfe, scheiße. Ah, verdammt. Ah, Mist. Los, Martin, ich glaube an dich. Damn, Bro.
Oh, Martin stirbt. Ich heil ihn. Wär nicht nötig gewesen. Was ist denn das? Oh. Aber wie gesagt, wir haben jetzt wieder die 20 Minuten voll. Boah. Oh, Alter, Mann, das war so eine schöne Zeit. Stehen geblieben. Machen wir eben noch bis vor der Tür von der H2. Nein, stehen geblieben. Du Penner, du sollst nicht kämpfen. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon zu spät? Ist wirklich schon Stimmt zu spät? Es? Dass es sein muss, ist für heute wirklich los. Heute ist nicht alle Tage, ich komm wieder, keine Frage. Sehr schön. Los! Nein! Hast du nicht das Lied gehört? Jetzt müssen wir genau passen, hätte man die Aufnahmen beenden müssen. Das wäre perfekt gewesen. Liebe Badegäste, heute schließen wir unser Badeparadies. Wo? In welchem Schwimmbad war das nochmal? Leute, ich muss auch los. Ja. Dann komm. Ja. Dann machen wir Schluss, oder? Wir müssen notgedrungen euch verlassen. Ja, also dann, es war wieder schön mit euch. Wir danken für eure Aufmerksamkeit und sehen uns hoffentlich im nächsten Part wieder. Goodbye. Time to say goodbye. Oh, Sven Schumacher ist sogar schon offline. Also dann, machen wir Schluss. Tschüssi. Ciao. Tschüss.